Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Magic the Gathering Arena mit mir, dem Herrn Gleich. So, hier gibt es ein neues White-Red Deck. Das will ich mir holen. Da brauche ich jetzt hier noch 5 wöchentliche Wins. Hier muss ich nur ein paar Kreaturen noch zerstören. Ja, cast 20 Blue or Black Spells. Red or Green Spells. Ja, Green habe ich ja momentan hier in Forest Might. Und das will ich jetzt auch einfach mal weiterspielen. Ich finde dieses Deck momentan mega stark. Dann gucken wir auch einfach mal, was für ein Gegner wir hier reinbekommen. Und was der so am Start hat, was der so machen wird. Ready sind wir auf jeden Fall. Irgendwie ist der Ton momentan aus. Ich müsste den Ton noch reinbekommen. Sonst macht es keinen Sinn. Zwei Forest-Karten, Vigilance, 2, 2, oh, das könnte unter Umständen und galt. Ja, das behalten wir einfach mal. Ich werde ja wohl noch irgendwelche Forest-Karten zusammenbekommen. Und ich darf auch noch anfangen. Dann bin ich natürlich mega glücklich. So, gucken wir mal, was er denn da macht. Oh, hat ein rot-blaues Deck, auf jeden Fall. So, dann spiele ich als allererstes mal hier noch wir fangen an mit dem da, Vigilance. Da kann ich dann wenigstens rein theoretisch gleich auch angreifen mit, je nachdem, mit was er jetzt rauskommt, ob er was hat zum Blocken. Er hat was. Nein! Das war jetzt aber nicht nett von dir. Ehrlich nicht. Okay, dann machen wir den da. Dann kann ich nämlich in der nächsten Runde hier diesen Bristling Boar spielen. Kommt er mit Enigma Drake, okay. Da bin ich eigentlich auch nicht so schlecht jetzt hier. Was hat denn der Enigma Drake eigentlich? Flying! Flying, okay. Ja, dann komme ich doch am besten mal mit dem jetzt erstmal raus. So. Er greift jetzt nicht an, ne? Greifst du an? Was, du guckst jetzt noch extra bei mir, was meine Karten können? Ehrlich? Kommst du mit so einem blau-roten Deck an? Okay. 3, 4. Dann werde ich mal Folgendes machen, mein Freund. Dann werde ich dich jetzt mal richtig schön verarschen, mein Lieber. Weil ich werde jetzt einfach mit beiden angreifen. Und wenn du einen blockst, dann ist dein Enigma Drake nämlich platt. So, Attack. So, All Attack. Dann gucken wir mal, was er macht. Er wird jetzt irgendeinen blocken. Zwei Attackers. Irgendeinen wird er blocken. Das da, genau das macht er nämlich auch, weil er denkt jetzt. So, und jetzt ist das Thema hier dann auch schon durch. Damit ist der Enigma Drake fertig. Und ich denke, das wird ihm ein klein wenig wehgetan haben. Aber das Ding, das konnte ich natürlich nicht so da stehen lassen. Was kommt denn jetzt da an? So. Tja, dann kommen wir mit dem jetzt hier raus. Bristling Boar. Wieder mal. Spiel noch einen Forest aus. Dann gucken wir mal, was passiert.
So. Also, jetzt hätten wir theoretisch noch ein Bristling Boar. Ich könnte jetzt aber auch einfach mal den da spielen. Dann kriege ich jetzt noch eine Karte raus. Ja. Jetzt noch ein Forest raus. Dann haben wir nämlich noch einen. Und dann spiele ich den auch noch aus. So, und dann greife ich eben mit dem Bristling Boar an. Und dann gucken wir, was er macht. Ach, den bringst du mir wieder zurück. Okay. Alles klar. Das war jetzt aber nicht nett von dir. Gar nicht nett. Ich kann es ehrlich sagen. Schauen wir mal, was passiert. Was? Zu verarschen? Du spinnst wohl. Du bist wohl verrückt geworden. Kann das sein? No attackers. Ja, mein Freund, ich werde aber trotzdem hier weitermachen. Selbst wenn du die jetzt von mir aus mir wieder rausnimmst, ne? Selbst wenn du die mir wieder rausnimmst, mein Lieber. So, okay, das hast du jetzt gemacht. Alles klar, das ist jetzt für mich perfekt eigentlich. Weil jetzt, mein Freund, komme ich mit dem hier an. Jetzt werde ich erstmal mit dem angreifen, dann gucken wir mal, was er machen wird. Okay, dann sind die beiden weg. Lass das mal überlegen. Okay, wir werden jetzt erstmal spielen wir den da aus. Wir müssen jetzt ein bisschen clever spielen. Der hat Trample. Mal gucken, was er macht. Wie viele er. 2, 3, 4, 6, 8, ein Attacker. Er muss den blocken, sonst ist er ziemlich am Arsch. Ja. Ich bin dann fertig. Achso, den kann ich noch ausspielen. Komm. Schauen wir mal.
So, machst du noch irgendwas oder machst du nichts mehr? Schauen wir mal. Eigentlich kannst du nichts mehr machen. Normalerweise müsste er jetzt aufgeben. Rein prinzipiell gesehen ist er gezwungen, jetzt aufzugeben. Er kann eigentlich nichts mehr machen. Wenn jetzt halt noch mit irgendeiner Überraschung da ankommt, ja, was ich nicht glaube, dass ihm das gelingen wird, dann ist das Match jetzt hier gelaufen. Aber wir schauen. Ja, ist ja schön. Ja, er gibt auf. Er gibt auf und das war auch eigentlich zu erwarten. Ja, damit habe ich dieses Match gewonnen. So, dann kriege ich hier diese Ding Strength in Numbers. Schauen wir doch mal rein. Oh, ich kann ja hier auch schon wieder ein neues Pack aufmachen. Ich kann wieder ein neues Pack aufmachen. Wir Get Packs. Wir gucken mal hier oben rein. Ich habe jetzt bis jetzt ein Guild of Ravnica Deck, ein Corset Deck. Jetzt machen wir mal ein Dominaria Pack auf. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Gucken wir einfach mal rein. Dominaria Pack jetzt mal hier aufmachen. Mal schauen, was wir da drin haben. So, Warcry Phoenix, Flying and Haste. Whenever you attack with three or more creatures, you may pay a doom, return Warcry Phoenix from your. Ist natürlich geil. Enters the battlefield if you control another wizard, deals 2 damage to each opponent. Whenever you cast a historic spell, Sorcery Hinds. Llanowar Elves? Kenne ich noch von früher. Dub, Enchant Creature. Enchanted Creature gets plus 2, has first strike and is a knight in addition. Das ist natürlich auch cool. Two or more instant sorcery cards in your graveyard. So, ja, und dann haben wir hier diese Uncommon Wildcard. Dann schauen wir hier oben rein, was wir haben. Legendary Artifact. At the beginning of combat, on your turn, create a token that's a copy of equipped creature. Except the token isn't legendary. If equipped creature is legendary, that token gains haste. Equip. 5. Das ist natürlich eine geile Karte, ne? Das ist eine geile Karte. Die ist mega übel, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich es richtig verstehe, würde das bedeuten, du equipst eine Karte mit dem Ding und jede Runde wird eine Kopie der Karte erstellt, die ich da aktuell quasi, auf die ich diesen Helm of the Host gespielt habe. Das wäre natürlich unfassbar übel. Also Helm of the Host. Krass. So, jetzt habe ich ein neues Deck noch bekommen. Schauen wir da mal rein. Das ist dieses Strength in Numbers. Das schauen wir uns jetzt mal an. Strength in Numbers, was da momentan so drin ist. Wir haben einmal hier in Strength in Numbers dreimal diesen Leonin Vanguard. Three or more creatures. Cavalry Drillmaster. Plus 2, plus 0. Martyr of Dusk. White Vampire Creature Token with Lifelink. Goblin Instigator. Lightning Strike. 3 Schaden zu jedem Target. Krass. Khinjali's Sunwing.
flying creatures your opponents control enter the battlefield tapped. Make a stand, creatures you control get plus one. Mentor of the Meek. Militia Bugler. Act of Treason. Bogart Brute. Trumpet Blast and Hero-Mancer's Cage. Ja, da würde ich mal sagen, wir sollten. Da sind noch ein paar mehr drin. Hero-Mancer's Cage. Inspired Charge. Creators you control. Leonin Warleader. Text. Create two white cat creature tokens. Paladin of the Blood Stained. Captivating Crew. Siege Gang Commander. Burning Suns Avatar. Plains Mountain Clifftop Retreat und Stone Quarry. Ja, auf jeden Fall, ich werde es jetzt mal ausprobieren, dieses Deck. Gucken wir mal, was bei rauskommt. White or Red? Oh, würde ja ganz gut passen. Muss ich ja mal, um hier so ein Core-Set zusammenzubekommen. Dann machen wir das doch einfach mal. Wir spielen jetzt hier nicht Forest of the Might, sondern wir spielen Strength and in Numbers. Probieren jetzt mal dieses Deck hier aus. Und schauen mal, wie wir damit zurechtkommen werden. So, Strength in Numbers gegen Nirut. Mulligan, Plains and Mountain. Drei Stück brauche ich, zwei Stück. Es gefällt mir eigentlich nicht wirklich gut, aber ich hoffe jetzt einfach mal. Ich hätte ja zumindest mal zwei Kreaturen dann automatisch. Ich fange jetzt einfach mal mit dem hier an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also immerhin habe ich ja zwei Länder. Zumindest mal von Anfang. Ah, jetzt haben wir auch schon das dritte Land. Insofern ganz gut. Ich will ihm jetzt noch gar nicht zu viel preisgeben, deswegen spiele ich jetzt gleich erstmal das hier aus. Und gucken wir mal, es kommt gleich noch so eine damit hinzu. Okay. Ja, das könnten wir eigentlich auch gleich mal. Oder wir machen das hier. Menace. Was ist Menace? Creature with Mana can't be blocked except by two or more creatures. Dann spielen wir erstmal den da aus. Und greifen jetzt mit den beiden da an. Ich meine, was soll passieren? Er kann ja eigentlich nichts großartig tun. Zwei Attackers. Er kann blocken. Ja. Und mit einem komme ich immerhin durch. No. Okay, den hat er mir jetzt aus dem Spiel rausgenommen. Oh ja, was haben wir denn hier? Vigilance. Ist dasselbe. Also es sind zweimal die gleichen. Dann spiele ich den jetzt mal mit aus und dann gucken wir mal. So, was hätte ich denn? Sorcery, Planes, Act of Things, Gain Control, Stone, Enters Battlefield Tapped. Nein, das sollte ich eigentlich die kleinen. Control 3 or more creatures, then gets plus 1. 3 or more. You gain 1 life. Ja, eigentlich müsste ich den jetzt mal mit reinnehmen. Also wirklich
Okay. Weil das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja. Greifen wieder mit beiden an. Zwei Attackers. Dann gucken wir, was er macht. Er blockt wieder mit einem. So, und dann greifen wir wieder mit allen an. Ich bräuchte mal irgendwie jetzt mal so langsam mal sicher ein Land. Mentor of the Meek. Ja, komm, den nehmen wir auch noch mit rein. Ja. Alles klar. Greifen wir mit allen an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wann kommt denn mal hier so sein, was macht er denn die ganze Zeit hier? Planes. Ich mache jetzt einfach mal, ich greife jetzt einfach mal mit allen an und dann werde ich jetzt einfach mal schauen, irgendeinen, ich will jetzt dieses komische Electrostatic Field da weg haben. Oder unter Umständen nehmen. 1, 3, 5, 7. Ja, und jetzt ist eigentlich Feierabend, ne? Das Ding ist eigentlich gewonnen. Selbst wenn du das machst. Oh, okay. Den konnte er jetzt noch blocken. Ja, okay, hast aufgegeben. Alles klar, also das Match haben wir jetzt auch gewonnen. Okay, ich bin jetzt eine Stufe nach oben gerutscht. Habe jetzt einen Reward bekommen dafür. Okay. 40 Stück brauche ich da. 30 Red. Oh, Green Spells. Ja, machen wir mal weiter. Ich spiele mal dieses Deck jetzt hier einen Moment weiter. Ich finde das jetzt aktuell relativ spannend, muss ich sagen. Es ist ein ganz interessantes Deck. Gucken wir mal, wie das hier so weitergeht. Lionheart. Ja, kann man lassen.
sollte kein. Ist mir jetzt auch relativ Jacke wie Hose. Ich will da gar nicht lange überlegen. Spielst du das Mountain? Dann komme ich mit dem hier raus und greife jetzt erstmal mit dem an. Blau-schwarzes Deck, okay. Findest du das nett, bei mir reinzuschauen? Na, ah, du. Wenn du das jetzt wüsstest, ne? Wenn du das jetzt wüsstest, würdest du jetzt wahrscheinlich einfach nur kotzen. Vermute ich einfach mal. So, ja, lohnt sich im Moment noch nicht. Kann ich aktuell noch nichts machen. Combat und All Attackers. Zwei Attackers. End. Gucken wir mal, mit was er jetzt ankommt. Er weiß ja nicht, dass ich das Ding jetzt nochmal bekommen habe. Das finde ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Create two white creature, create two white soldier creations. Creatures you control get to gain haste. Wir machen jetzt den da erstmal. Das war jetzt aber nicht nett von dir, Lionheart. Das fand ich jetzt überhaupt nicht nett von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich jetzt nicht so begeistert von dem, was du da jetzt gemacht hast. Nicht freundlich. Das finde ich jetzt aber auch nicht schön. Alter, was soll das? Der schaut mir jetzt in mein Deck rein und schmeißt mir jetzt jedes Mal, wenn er angreift, mir eine Karte raus. Du spinnst wohl. Findest du witzig oder was, ha? Nur mit einem Unterschied, mein Freund. Deine Karte ist jetzt weg. So. Okay. Und die hier würde ich jetzt noch mit reinkommen. Gucken, ob du dagegen jetzt noch irgendwas machen kannst, mein Freund. Das ist unglaublich, ne? So. All Attack. Jetzt gucken wir mal. Vier Attackers. Viel bleibt dir jetzt nicht mehr übrig. Nein! Okay, alles klar. Alles klar. Okay. Das war jetzt ziemlich deutlich gewesen. Okay. Reward habe ich auch bekommen wieder.
So, 8 von 10 Wins brauche ich. Cast 30, Red oder Green. 40 White oder Red Spells. Zwei Wins bräuchte ich noch, dann würde ich dieses Skills of Ravnica Pack bekommen. Kommen wir mal hier nochmal eine Runde weiter. Ein Match geht noch. Geht mit Sicherheit noch. Dann gucken wir mal. Ready. Ich finde dieses Deck hier gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Schauen wir mal. Ja gut, ist jetzt vielleicht nicht, aber komm, wenn wir schon reinkommen ins Match, irgendwas werden wir schon kriegen. Ja, das ist natürlich ein denkbar schlechter Start jetzt aktuell. Aber gucken wir mal. Goblin. Machst du noch irgendwas? Ja, du greifst an. Ist okay. First Strike und Mentor. So. Ja, bringt mir jetzt aktuell noch nichts. Ja, das ist jetzt wirklich ein schlechter Start, muss ich sagen. Das ist wirklich ein schlechter Start. Das hätte ich so nicht machen dürfen. Kein guter Start aktuell. Ja, ist ja gut. Land. Ich brauche ein Land. Ich brauche am besten ein weißes Land. Ja, da ist es. Lass mal gucken. Flying und Lifelink. First Strike und Mentor. Alter, das ist so scheiße gerade, ne? Weiß im Moment ehrlich gesagt nicht so wirklich, was ich machen soll am besten. Ich werde jetzt erstmal den hier spielen. So, jetzt muss er schon einmal erstmal nachdenken. Jetzt denkt er schon mal nach. Ist nicht das Schlechteste. Autsch, das ist natürlich jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Ich hätte den, ja gut, den hätte ich platt machen können da. Ja, das Match, das werde ich jetzt mal hier verlieren.
Mal ganz dezent werde ich das jetzt verlieren. No attackers. Weil es erstmal wichtig, dass ich das mache. Ja, der wird mich jetzt sowieso platt machen. Das kann man eigentlich. Ich weiß es allerdings nicht, wie man. Ja, ist ja gut, komm. No blockers, komm. Mach mal good game. Jetzt habe ich Probleme bekommen. Das ist aber auch okay so. So, wie viel? Was brauche ich denn immer noch? 30 Dings. Kommen wir mal weiter. Gegen Delos. Ja, jetzt haben wir genug Länder. Ich glaube, jetzt dürfte ich, was das anbelangt, zumindest keine Probleme bekommen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So, Combat. Wir fangen an mit einem. Was haben wir denn hier? Weiß, weiß, rot. Also fangen wir mal mit einer weißen Karte an, ne? So, dann spielen wir eine rote Karte. Also machen wir das hier. So, erstmal den da. Dann sollten wir jetzt mal hier rot spielen. Und dann spielen wir als allererstes mal. Ne, wir machen jetzt erstmal das da, weil dann kriegt der hier plus 2. Und dann kann ich nämlich mit dem schon mal angreifen. Und mache schon mal 4 Schaden gleich am Anfang. Und diese 4 Schaden kann ich ganz gut gebrauchen. Dann spielen wir mal 3 or more creatures. Spielen wir mal den jetzt erstmal hier. No attackers. End. Opponent's turn. Okay.
Ja, was macht er jetzt? Was machst du? Muss weg. Na, no, komm, nee. Ja, was soll ich dagegen jetzt noch machen? Was soll ich denn da blocken? Macht ja keinen Sinn. Ja, komm, du hast genug. Ist unglaublich. Jetzt kriege ich tatsächlich nur gottverdammte Dings. So, komm. Mach doch jetzt dem ganzen Ding endlich ein Ende. Kann ich dein Ernst sein, dass du mich jetzt hier so lange quälst, ey? Sag mal, wie lange willst du das denn jetzt noch machen? Mach doch endlich hier Feierabend. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn bei dir los, ey?
So, bis auf 100 kommen oder was? Das ist nicht zu glauben. Mach doch einfach Schluss. Das ist nicht zu glauben, ehrlich war es ist nicht zu glauben. Ach Gott. Komm, damit ich wenigstens noch die eine rote Karte gespielt bekomme, jetzt hier, Mann. Spiele ich jetzt noch eine rote Karte, Resolve. Jetzt machen wir dem Ganzen ein Ende hier. So ein Drama. Das können wir noch spielen. So. Attack. All Attack. Zwei Attackers. Jetzt spiele ich noch die aus, dann habe ich wenigstens noch eine rote Karte. So, und jetzt ist fertig. Jetzt mach hier Schluss mit mir. Ist ja nicht normal, ey. Dann willst du denn das Spiel noch machen? Hast du Bock, hier die längste Runde der Welt daraus zu machen, oder was? Ist ja wohl nicht. Komm, jetzt greif an. Oh Gott. Danke. Jetzt habe ich noch ein paar rote Karten gespielt. Darum ging es mir jetzt eigentlich mehr oder weniger. 30 Red or Green Spells, komm. Eins geht noch. Jetzt aber wirklich das letzte Match, denke ich mal, für heute. Player Splat, oh mein Gott. Wenn schon einer so heißt, dann. Schauen wir mal. Mulligan, rot, rot, rot. Weiß, 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 rot. Ich ahne schon Übles. Nee, ich mache mal Mulligan, das ist mir zu riskant. So, was haben wir hier? Das sieht besser aus. Jetzt machen wir mal Keep. Dann. Ist so einer, der so mit solchen
geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Ne? Und ich kann es nicht sagen. Tja, was soll ich da machen? No Blockers, ne? Bin auch schon gleich dann tot. Wenn das so weitergeht, bin ich gleich tot. Das war eine schnelle Runde. Mein Gott, da habe ich jetzt wirklich ganz schön auf dem. Komm, ich will noch dieses eine Match hier noch gewinnen. Das kann nicht sein, ey. I never freeze, okay? Komm, wir behalten das jetzt mal so. Oh Gott, noch ein Plane.
brauche jetzt auf jeden Fall mal eine Landkarte. Hilft mir da auch nichts. Die Kleinen. Jetzt greift er wieder an. Vermute ich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der muss weg, ja. Any number of chooses any number of creatures they control with total power, then sacrifice all other creatures they control. Alter, du gehst mir auf die Nerven. Was ein endless Match hier.
Alter, du nervst echt mit deiner Scheiße, mit dem Chaoswand da. Das ist unglaublich. Jetzt mach mich fertig. 2, 4, 6, 7. Auf jetzt, komm. Genau. Uiuiui. Ich steig gleich ab, wenn ich noch eins verliere. So, 3 Spells muss ich noch, dann habe ich hier dieses Corset. So, hier habe ich wenigstens mal rot und so, das behalten wir jetzt auch mal so. Also wenn der Martyr auf Dusk stirbt, dann kriegt man eine... No Blockers ist dann offen.
Weil du hast sie ja getappt, dann kann ich auch mit allen angreifen. Das ist dann auch wurscht. Ich mach 3 Schaden, du machst 2. Kannst dir ausrechnen, wie lange du das durchhältst. Okay. Tja, würde ich mal sagen. Ich greife jetzt mit allen an und dann schauen wir, was passiert.
So, drei Leben hast du noch. I learned a few tricks on Calendar. Also wenn er das jetzt echt noch mit drei Leben gewinnt, dann drehe ich am Rad, ey. Boah, wie viel Angriff der jetzt machen kann. Ich werd bekloppt, ey. Tja, theoretisch wäre ich jetzt down, wenn er mit allen angreift. Das ist ein 9 Angriff. Ach Mann! Das gibt's doch nicht. Mach doch jetzt Schluss, Kollege. Ach komm, No Blocker ist scheiß drauf. Good game. Good game. Wenn du nur noch Länder bekommst, dann hast du andere Matches, kriegst du keine Länder, dann hast du Matches, kriegst du nur Länder, ey, das ist so ärgerlich. Mann, 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 jetzt bin ich abgestiegen. Oder? Ja, das Corset habe ich zumindest bekommen, das schauen wir uns jetzt noch an. Claim Price. Das Corset schauen wir uns jetzt wenigstens noch an. Ist unglaublich, ne? Mann, 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 Mann. So, also, was haben wir jetzt hier drin? Draconic Disciple. Add one mana of any color. Mhm. When Goblin enters the battlefield, create a 1/1 red Goblin creature token. Flying. When Skyscanner enters the battlefield, draw a card. Okay. Loxodon Linebreaker, den kenne ich auch noch von früher. Omen Speaker, when Omen Speaker enters the battlefield, Sorcery 2. Destroy target Artifact or Enchantment. Rise from the Grave, put target creature card from a graveyard onto the battlefield under your control. That creature is a black zombie in addition to its other colors and types. Okay. Und dann schauen wir hier rein, was haben wir da? Dark Dweller Oracle. Sacrifice a creature, exile the top card of your library. You may play that card this turn.
Auch geil. Definitiv geil, 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 geil. Ja, die 10 Siege noch nicht ganz voll. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal. Ich bin mal gespannt, was morgen für ein Deck drin ist. Also dieses Deck jetzt hier. Lass mal gucken, was brauche ich noch? Red or Green Spells. Komm, wir machen jetzt noch ein Match, aber dann eben mit meinem Forest Might Deck. Und dann kriege ich meine grünen Zauber zusammen. Damit werde ich hoffentlich jetzt auch nochmal gewinnen. Also drei grüne Zauber werde ich ja wohl jetzt noch spielen können. Das werde ich aber irgendwie schaffen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber gut, gucken wir jetzt einfach mal, was passiert. So, Highland Game 2, Growth. Das sieht gut aus. Da soll ich auch meine drei Dinge zusammenbekommen, meine drei Zaubersprüche. So, der fängt an mit einem schwarzen Deck. Okay, kommt gleich mit The Barrier of Bones. Und? Warum habe ich nicht das genommen? Machen wir einfach, ist mir egal. So, jetzt habe ich dafür zwei Leben hinzugekommen. Kann ich mit leben. Nö, das mache ich jetzt nicht. Wobei, mit dem kann ich den da blocken. Oder geht es nicht? Geht nicht. No block ist okay. Achso, der hat nur mit dem einen angegriffen. Alles klar. So, dann machen wir ein Instant. Wir sollen ein Instant daraus machen. Das können wir dann in der nächsten Runde machen. Dann kriegen wir den nämlich down. Lenovo Elves. Tap. Nee, komm. Wir machen jetzt einfach das so. Wir lassen das jetzt mal so und dann gucken wir mal, was passiert. No Attackers. Na gut, komm. Ich bin mir noch aus. Fertig jetzt. Komm. So, jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, weil jetzt werde ich nämlich den Enchanted Creature, nein, no attackers. Wir warten jetzt einfach die Runde ab. Und wenn er jetzt nochmal angreift, dann werde ich ihm beide wegballern.
Er wird nochmal angreifen mit dem da und wird angreifen mit dem da und beide werde ich zerstören. Genau, das macht er jetzt auch. Dann werde ich blocken. Und zwar mit dem werde ich den blocken. Mit dem werde ich den blocken. Zwei Blockers. Dann werde ich das hier. Okay, das hat jetzt ein bisschen wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich jetzt dann tatsächlich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich wieder das Problem, ich kriege wieder keine Länder. Ich habe jetzt ohne Ende. So, was macht er denn? Nur den einen da. Was hat das jetzt einen Sinn gemacht? Toll. Jetzt schauen wir mal. Ich muss ehrlich sagen, das nervt mich jetzt gerade hier auch schon wieder ein bisschen. Halt deine 4 Schaden, Mann. Die haben keinen Death Touch, die haben keinen Death Touch, der hat Death Touch. Der hat Death Touch.
Es ist wirklich einfach nur tierisch nervig. Ich weiß ehrlich gesagt im Moment nicht so wirklich, was ich dagegen tun soll mit dem scheiß Death Touch. Ich werde jetzt mal. Naja, komm. Es bringt mir irgendwie gerade im Moment alles nichts. Ich mache neue Trackers erstmal. Die muss weg hier. Na, scheiße, ich hätte es machen müssen jetzt. Ja, bin ich tot. Alter Falle, jetzt kriege ich aber auch wirklich hier ganz schön den Frack voll. Nichtsdestotrotz kann ich dadurch jetzt wieder ein neues Pack aufmachen. Das machen wir jetzt auch. Get Packs. Jetzt haben wir hier. Jetzt probieren wir mal ein Rivals of Ixalan Pack. Gucken wir mal, was da drin ist. Rivals of Ixalan. So, was haben wir denn? Other Vampires you control get 1-1. Das ist natürlich krass. Das ist Battlefield put a plus 1 Enchant win deals 1 damage to enchanted creature. When Jungleborn create each opponent loses 1 life for each creature you control. River Data can't be blocked by Dinosaurs. Okay. Ja, das war jetzt, sage ich mal, eine weitere Folge. Arena fing ganz gut an, hat umso stärker nachgelassen. Zwei Stück brauche ich hier noch, um das hinzubekommen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt uns die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut sechsmal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena. Mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.